Was geht ab, meine verspielten Nachtfüchse? Freunde, ich muss eine Sache sagen. Seit ich diesen Zweitkanal habe, ich habe so viele Sachen gelernt. Ich wusste nicht, inwieweit die Tiefe der seltsamen Spiele noch gehen. Es gibt ein Spiel, es gibt ein Backrooms-Toilettenspiel. Also ihr kennt ja diese Backrooms, aber es gibt ein Toiletten-Backrooms-Spiel und ich spiele es einfach. Bevor es losgeht, Freunde, am 20. März kommt meine erste Kollektion raus. Das heißt, ihr müsst unbedingt auf meinem Hauptkanal die Glocke aktivieren, damit ihr rechtzeitig benachrichtigt werdet, wann der Shop online ist. Toilet Rooms, was soll ich sagen? 1% Angst. Gerade, 1%. Feuerzeug, mach an. Mach doch einfach an. Okay. Okay, 2% Angst. Ich höre Geräusche. Und ich sehe Toiletten. Alter, das ist ja schon wieder dieses typische eklig gemacht. Kack-Grafik. Kann man das Toilettenpapier anzünden? What? Ich hab gespült. Warum Toilet Rooms? Warum? Warum gibt's Toiletten? Was ist passiert? Also ich hab das Ding aufgemacht. Okay. Okay, lass mal rein. Gibt's... Ich hab wieder gespült. Lass mal... In diese Richtung laufen. Geht nichts. Okay. Toilet Rooms. Kann man hier sterben überhaupt? Was ist der Sinn des Spiels? Freunde, ich habe schon lange aufgegeben, den Sinn hinter bestimmten Spielen zu hinterfragen. Weil manche Spiele, die haben einfach... die geben einfach gar keinen Sinn. Vielleicht kann man ja so rein, wisst ihr? So rein. Okay, lass mich mal wieder raus. Lass mich mal... Darf ich bitte raus einmal kurz? Nochmal kurz? Okay, ich bin wieder draußen. Hier geht's nicht weiter. Was will dieses Spiel von mir? Ah, vielleicht kann man hier hoch. Nein, geht nicht weiter. Ah, ich bin weiter. Ich versuche mal wirklich alle Toiletten zu spülen. Vielleicht ist das die Mission. Dass man einfach alle Toiletten spült. Warum Toilet Rooms? Was ist das? Lass mal wieder. Das war eine Riesentoilette. Waschraum. Toilet Rooms. Ich höre Geräusche. Aber was genau will dieses Spiel von mir? Wieso? Warum? Gibt's hier was? Nein. Okay, wir machen jetzt mal alle Türen auf. Klack. 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 Was ist, wenn ich jetzt alle Türen aufmache und dann alle Toiletten spüle? Warum sind das so viele überhaupt? Okay, das machen wir jetzt auch mal. Nein, passiert nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, rot. Da muss ich hier lang, heißt das. Ja. War das die Tür oder hat irgendjemand geschrien gerade? Nee. Vielleicht muss ich wieder so einen roten Weg suchen. Immerhin sind wir weiter. Kann man dieses Spiel überhaupt durchspielen? Kann man hier irgendwas machen? Oh, oh, was? Nichts. Na, was ist denn? Was will das Spiel? Was soll ich machen? Ich wette, hinter irgendeiner Toilette ist dann da jemand. Aber safe. Aber safe. Oh, da ist jemand. Ich kenne diese Ente von einem anderen Spiel. Er hat lange keine Leute mehr entdeckt. Er ist solchen Fragen. Wer bist du? Oder was ist das für ein Ort? Er weiß es selber nicht. Aber es ist so, scheint hier endlose Flure, Gänge zu geben. Alles mit Toiletten. Wer bist du? Ich bin nur ein Typ, der hier gefangen ist. Wie lange bist du schon hier? Er weiß selber nicht mehr. Er weiß auch nicht, wie spät es ist. Er weiß gar nichts. Okay, er will mir jetzt irgendwas geben. Ein Schlüssel. Danke. Kann ich die Ente... Oh, süß. Oh, oh.
Okay, Ente ist mein Freund. Quack! Gut, dann lass mal hier weg. So, danke für die Schlüssel, Bruder. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir hin sollen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach wieder alle Dinger auf und dann irgendwo kommt schon der Weg. Klack, klack, klack. Klack, klack. Okay, nein. Klack, 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 klack. Einfach Toilet Rooms. Einfach Toilet Rooms. Aber so viele, überall Toiletten, alles voller Toiletten und Ente. Ente, das auch nicht fehlt. Ente gut, alles gut. Lass uns mal wieder vielleicht zurück, weil ich habe jetzt Schlüssel und vielleicht kann ich die irgendwo reinstecken. Jetzt sind wir wieder rein, weil er wollte reinstecken. Spaß, Spaß, Leute. Man kann auch übertreiben. Das ist nicht mehr witzig. Es reicht. Schreibt einfach mal, wenn es reicht, schreibt einfach Kio reicht. Einfach nur, Kio reicht. Kio reicht. Reicht. Einfach reicht. Leute, wo so... Keine Ahnung. Ich höre Geräusche, aber ich weiß auch nicht. Was passiert, wenn ich... Ich weiß auch nicht. Leute, ich weiß einfach gar nichts. Ich laufe einfach random durch die Gegend und hoffe, dass irgendwas passiert. Hier! Tür! Jawohl, ich habe aufgeschlossen! Ich bin weiter oder ich habe es vielleicht sogar... Ich dachte, ich hätte vielleicht durch. Aber ich bin auf jeden Fall weiter. Weiter als vorhin. Was ist das? Ah, das ist die nächste Ebene mit diesen ganzen Rohren. Dingsbums. Und Toilette. Und Ente! Süß. Was? Toiletten, rede mit mir! Toilette sagt zu mir, ich brauche seine Hilfe, um irgendwie rauszukommen. Aber er braucht auch meine Hilfe. Ich habe Angst, dass ich da jetzt mein... Und sein Dings ist, seine Toilettenspülung, sein Rohr ist verklemmt und ich muss die Verstopfung lösen, damit er atmen kann, weil er kann nicht richtig atmen. Also ich soll dieses Ding finden, damit ich... Oh Gott, Freunde, warum gibt es sowas? Warum? Ich muss ihn auf jeden Fall irgendwie retten. Ich muss diese Toilette retten. Lass mal diesen Weg hier merken. Diese Holzblöcke und diese... Okay, da wissen wir. Jetzt müssen wir den Weg merken. Jetzt brauchen wir dieses Toilettending, damit wir der Toilette helfen können. Toiletten, wie nennt sich das? Saugglocke. Oh, 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 oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich raus. Nein. Ich wurde vom Toilettenkopf aufgespült. Okay, noch ein Versuch. Weil wir müssen unserer Toilette helfen. Ich hoffe, ich muss nicht alles umsonst jetzt, also ganzen Weg. Oh! What the? Vor allem der läuft echt gruselig durch die Gegend, Mann. Ich muss ihn irgendwie austricksen. Ich muss so sneaky laufen und vielleicht so. Oh! Oh! Irgendwie ist das seltsam. Diese Geräusche aus Spülung und Jumpscare. Okay, er kommt gleich wieder. Kann ich nicht mich in so eine Toilettendingsbrille verstecken? Okay, er kommt. Okay, er kommt. Okay. Ich muss jetzt eigentlich versuchen, so sneakyhaft an ihm vorbei. Ich probiere es mit Sneaky Weg. Wenn Sneaky Weg nicht klappt. Er ist hier. Okay, Sneaky Weg. Sneaky. Ah! Ich glaube, ich muss mich in so einer Toilettendingskabine verstecken. Was ist, wenn ich hier zumache? Das geht auch nicht. Ich suche nur einen Weg, wie ich mich schützen kann vor Toiletten. Vor Toilettenman. Toiletman. Toiletman. Vielleicht kann er mich beschützen. Ich glaube nicht, dass er mich beschützen kann. Er ist auch nur eine Toilette, wisst ihr? Ich muss Sneaky versuchen nochmal. Letzter Versuch, Sneaky. Okay. 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 So. So. Hier ist Toilettenman. Sneaky. Sneaky. So. 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 Genau so habe ich sie vorgestellt. Genau so. So. Das war gut. Genau so habe ich sie vorgestellt. Und jetzt nur gucken, dass ich nicht... Oh mein Gott. Ich bin tot. Aber wo soll ich hin? Es gibt bestimmt noch einen Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, 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 ja! Ja, okay. Toiletman! Toiletman! Oh shit, ich glaube, ich bin gefangen. Wo ist die Sauglocke? Wo ist... Wieso nennt sich das überhaupt Sauglocke? Wo ist diese Sauglocke? Ich laufe gerade im Kreis. Ich habe das Gefühl, der kommt jetzt gleich von vorne. Freunde, ich brauche diese Sauglocke. Ja. Ah! Toilette hat mich erschrocken. Scheiße, Mann. Toilette! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe.
Was ist hier? Hier, nein, Sauglocke. Hashtag Sauglocke. Hashtag Sauglocke. Alter, ist genau hinter mir. Aber das Ding ist, Leute, wie soll ich wissen, wo ich hin soll? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Vor allem erst schnell. Okay, letzte Runde, Leute. Letzte Runde, wenn ich spiele selber. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, ich bin gefangen. Nein. Komm schon. Ich will weiterkommen. Nein. Oh, doch. Glück gehabt. Er ist halt genau hinter mir. Das heißt, er kann nicht plötzlich von vorne kommen, weil er ist hinter mir und er ist schnell. Er ist wirklich schnell unterwegs. Der macht echt böse Geräusche. Der Toilettenbro. Und er macht einfach so Platschgeräusche. Wo soll ich denn hin? Toilette ist hinter mir. Das kann man doch keinem erzählen, was das für ein Spiel ist. Ich habe das Gefühl, hier war ich schon. Ich laufe bestimmt im Kreis. Ja, ich bin tot. Oder? Nein. Noch nicht. Ja! Wir sind weiter! Oder? Ja! Wir sind weiter! Ich laufe einfach quer, wirklich. Nein! Nein, wir waren doch nicht so weit! Fass mich nicht an! Ich bin tot. Leute, ich war noch nie so weit! Leute, ich war noch nie so weit! Da! Oh, Toilette ist genau hinter mir! Ich höre ihn nicht mehr so laut. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Da, hier ist die Toilettenspülung. Krieg ich durch? Ja! Ja! Wir haben diese Sauglocke! Nein, ich höre wieder Geräusche! Er ist genau hinter mir bestimmt. Toilette ist genau hinter mir. Er ist hinter mir. Oh oh. Ich höre, er ist genau hinter mir, aber ich kann nicht schneller laufen. Ich will mich auch nicht umdrehen. Immer lauter. Er ist immer lauter. Lauf! 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 Oh mein Gott. Oh Gott, er ist so laut. Oh. Oh. Wir sind next stage. Oh, ich bin gerade ein bisschen stolz. Ich war kurz davor, keinen Bock mehr zu sagen. Das erinnert mich an Rutsche im Wald. Kennt ihr noch? Rutsche im Wald. Ja. Hier, Bruder. Hier. Ja, schieb rein. Mein Gott. Ja. Scheiße. Was ist das für ein Spiel, Mann? Schieb rein, Bruder. Ich rette dich. Ente, hilf mir. Das ist ein Scheiß. Ich habe sein Leben gerettet. Lass mich jetzt raus. Wie süß. Irgendwie mochte ich das Spiel. Es ist das beste Backroom-Spiel, das ich bis jetzt gespielt habe. So, sein Freund will mich bringen zum Er will mich rausbringen, sein Kumpel. Was? Okay. Soll ich jetzt einfach rein, oder was? Hopp. Oh mein Gott. Es gibt einfach Spiele, die verstehe ich nicht. Und das heißt davon. Ich komme aus einer Zeit, da waren Spiele noch gut. Aber solche Scheiße liebe ich. Also, weiß auch nicht. Bitte sag mir, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich bin so eine riesen Abwasserkanalisation. Lauf einfach geradeaus. Weiter kann's nicht gehen. Es wird nicht. Kann ich hier hoch? Ich kann bestimmt hier hoch. Was ist das für ein Spiel plötzlich geworden? Ja, ich kann doch nicht hoch. Wo ist Toilet, man? Immerhin lässt er mich in Ruhe. Ich glaube, das Spiel hat eine richtige Story und Message. Bloß wir verstehen es nicht. Es ist viel deeper, als ihr denkt. Das hat wahrscheinlich so eine tiefe Story. Es ist so komplex gemacht, wisst ihr?
das ist wahrscheinlich gesellschaftskritisch. Wow! What? Was ist das? Hallo Mensch! Er ist eine Du, er ist ein Duschkopf! Ich hoffe, ich habe dich nicht erschrocken. Ja, ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Es gab Leute, die hier mehrere Jahre schon gelebt haben anscheinend. Aber ich habe ihn am ersten Tag schon gefunden. Und ich habe viele, viele Fragen. Oh ja, habe ich wirklich. Ja, habe ich wirklich. Kann ich jetzt auch bitte einfach raus? Dankeschön. Dankeschön. Er lässt mich nach Hause. Duschkopf lässt mich nach Hause. Und ich stelle mir dann vor, als hätte ich nur einen schlechten Traum gehabt. What the? Duschkopf! Grüß Toilettenschan von mir. Und Ente. Ja, also er spült mich jetzt weg. Oder was passiert jetzt? Soll ich hier rein vielleicht? Wo soll ich denn jetzt hin? Mr. Duschkopf, war schön mit dir. Ich glaube, das war's. Ah, ich gehe unter. Es wird immer mehr. Jetzt werde ich weggespült. Das war's. Ich glaube, das war's. Ah, ich hatte nur einen Albtraum. Wahrscheinlich. Ich bin kurz weggedüst. Toilet Rooms. Freunde, schreibt, was ihr wollt. Ich bin positiv überrascht. Ich schwör's euch. Ich bin positiv. Ich muss eins sagen. Diese Toilettenspiele, die ich gespielt habe auf dem Kanal, das waren bis jetzt die besten Spiele. Diese Kackspiele einfach. Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Vergesst nicht, am 20. März, also in ein paar Tagen, kommt mein Merch. Mein erster Merch. Nicht verpassen. Nicht vergessen, nicht verpassen. Ich küsse euch. Bis morgen.